Alter, ich bin aufgewacht und sind die Volksbühne, der Volksbühnenumzug, was soll das sonst sein? Ich weiß, wo die Volksbühne ist. Frühstücke trotzdem erstmal. Elections, da vorne geht's ab, der Fahrradfahrer. Der Marathon, da kann ich natürlich nicht durch. Ja, das sind die Läufer. Cool, Mann. Cool. Das Eichhörnchen fragt sich auch schon. Erstmal hin. Ich hab jetzt versucht, den Menschen. Bei so vielen Menschen, die unterwegs sind, muss ich erstmal die Büsche verstecken. Der beste Gewinn, ne? Und ich dachte, das ist ja die Volksbühne, die aufgestanden ist, um Umzug zu machen. Ah, ist jetzt erstmal kein Durchkommen. So, der hätte durchpressen können. Weil ich es jetzt auch gerade wurde durchprischt, ne? Hier durch die Lücke wäre es noch gegangen. New York. Ja, schau, Bloody Beastards. Ich komme hier die ganze Torstraße lang. Ja, zur Volksbühne komme ich jetzt nicht durch. Ich komme jetzt erstmal nicht durch, ey. Bei den Filmfix ist auch noch keiner aufgestanden, um zu kicken. Zur Volksbühne. Yeah.
Naja, die Hälfte der Leute sind sowieso welche, die ja eigentlich nur durch wollen. Ja, gerade gesagt, es sind ja nur Typen. Ihr wisst ja, das letzte Mal, als ich vom Berlin-Marathon waren wir in der Potsdamer Straße. Ja, die haben es immer noch gelebt. Ja, kam extra zu die Ausstellung in der Galerie dort. Und da war ich ganz froh, weil er rechtzeitig vor dem Beginn des Marathons durch die Potsdamer Straße sein Auto ausbuxiert hätte. Sonst hätte er auch so lange warten müssen, wie ich jetzt irgendwie auf dem Weg zum Alex. Kleine Geschichte vom Berlin-Marathon. Ja, wo laufen Sie denn? Ich glaube nicht, dass sie jetzt hier lang laufen. Ja, ja, wäre ich auch schon erwartet. Ja. An dieser Stelle kann man mal gut sehen, wer wohin möchte und wer wem folgt womöglich. Berlin-Marathon 17. Whoever wins, dabei sein ist alles. Na, Joschka Fischer? Am meisten ärgert mich, dass jetzt nicht mein Plan durchkreuzt ist, sondern mein Plan ist durchkreuzt. Das ärgert mich natürlich. Nichts als Ärger. Ich mache es jetzt woanders bestücken müssen. Ja, Sport. Ich bin Demonstrant. Geh auf die Straße für einen guten Zweck. Müssen wir wieder beeilen. Wenn wir Fahrrad gekommen wären, hätte es noch geschafft oder so, ist es unmöglich. Erstens hast du die zweite Option, einen Plan B habe ich nicht, aber ich. Erste, zweite Sache, endlich aber die Straße wieder für uns für Fußgänger. Ich habe keine Geduld, wie New Yorker auch nicht. Ja, ich meine, ist ja ganz toll, aber was wollen die denn? Ruhm und das hier. Oh, hier ist die Volksbühne. Ja, ich bin weg. Velotaxen stehen auch schon davor. Hier sind die Checker von gestern Nacht. Immer noch schweinesauer deswegen, ey. Echt. Aber die Postbahn ist tot. Wie immer in der Torstraße. Scheiße ist das hier immer. Ich habe kaum geschlafen, ich muss heute noch pennen, verstehst du?
Da ist die Volksbühne. Ich dachte, die wärst du, kommen jetzt alle in die Volksbühne rein. Und die Finnen sind wieder als Letzte unterwegs. Hier ist echt noch ein bisschen Rosen hier. Also, und das ist. Ich muss jetzt halt, ich bei McDonald's, ich bei Dorky Park stecken. Jeden Tag zu Fuß. Ja, das Seltsame ist, ja, die machen Werbung und alles. Und das ist ja auch ehrenwert, da hinten in der Fahne tragen. Aber keiner von denen hat eine Kamera mit. Und dann stehst du am Rand, ist unmöglich, wie bei der Tour auch übrigens. Ist so möglich, wie bei der Tour übrigens auch da jemanden zu finden. Oh, ich kenne jemanden, der da mitmacht. Dann sitzt er die ganze Zeit am Rand und versucht hier zu knüpfen. Oh, Babys. Na, Caroline, so, die Leute machen es gut wenigstens hier. Wie kommen die Leute begrüßen in Berlin? Wir haben gecheckt. Willkommen in Berlin! Da kriegst du, wa? Willkommen in Berlin! Yo. Caravan. Come on, play all your good music, musicians. Mach weiter mit deiner geilen Band da. Das würdest du doch auch machen. Ich hasse Sport. Solange hast du Kunst, beides Mord.
thank you for that lovely, but I'm all right. Jetzt in die 890. Straße. A bit of New York. Gibt's da Green? So, hier ist die nächste Mafia Station. Rosie. Du gehst in ein Café, was es mindestens schon seit 10 Jahren gibt hier, kapiert. Alles, was unter, was neuer ist, ist Mafia. Ja. So, oh, geil. Gorki hat jetzt hier einen eigenen Eingang. Auch nicht schlecht. Nein, den finde ich hässlich. Es gibt nur einen Cut. 00 Schneider. Was ich am Sport immer hasse, sind diese komischen Geräusche. Das ist halt nicht musikalisch, ne? Serena Williams. Oder Sport eben, ne? Oder, wie heißt das? Wie heißt denn das schöne? Schlachtenbummler und sowas Schickes. Aber es gibt es also natürlich auch bei der Sportart. Aus Griechenland. In Spreeathen, der Berlin-Marathon. Man sieht sich auch an den Werbeikonen der 60er, aber ne, kannst ja auch Werbung fürs HB-Männchen machen. Was gibt es ja das Musical, ja, auch schon gesehen. Tja. Das war eine der ersten Babelsberg-Produktionen. Nach der Wende. Das will man erzählen, ne? Hitleristen und Stalinisten. Schittler und Qualin. Hört, hört. Du kannst auch laufen im Herbst. Nö. So, gibt es noch ein Planschbecken. Hier ist Open-Air-Kino. Jetzt natürlich nicht. Wann ist denn hier Open-Air-Kino? Nächsten Sommer. Wo ist denn der Mann mit den Kamerädchen? Was war das Season? Und die Schlohalita-Stadt war auch schon da. Alter, ich brauche keinen Marathon. Sie wie die anderen Klossars der Stadt auch unterwegs. Hast du kein Auto? Ich fahr BVE. Schon Richtung geändert. Folgendermaßen, es geht ja auch mit Parteiprogramm, ja? Oder einfach nur so ein
ein romantisches Manifest zu schreiben und dann gleich eine Partei zu sein, ist zu wenig. Ja, normalerweise gehe ich ins Godo, oder? Die haben noch ein günstiges Frühstück da, außerdem ist da Comics an der Decke. So, ich wollte jetzt hier hinten lang gehen auch. Auch kein Zweck. Mann. Ich weiß, ich hätte auch früher aufstehen müssen, mal wieder, wenn ich dreimal in der Nacht geweckt werde von der Scheißbade unter mir. Also, frag dich mal, warum ich so eine Laune habe. Und vorher wollte ich mal auch noch das Ding hier abrasieren. Ne, hier so ganz glatt, ne? Dass der Knochen oben rauskiekt. Nein, ich gehe auch nicht da in die andere Bäckerei. Es geht hier um Style. Und Style ist was anderes als von diesen Kotzautos. So, vorhin hatte ich noch einen Gedanken. Okay, die machen jetzt auch sowas hier, auch nicht schlecht. Giacometti Style mit dem berühmten Fuß auch. Ne? Ja, das sind Leute, die das machen, ne? Wahrscheinlich selbst. Und da muss man wirklich sagen, das ist auch voll okay. Ja? Das ist super retro. Super retro. Also Plan XY12. Von Café zu Café, ne? Wir sind ja nicht mehr im 20. Jahrhundert. Aber das Meilenstein hat geschlossen. Nicht nur das Meilenstein, auch das Mutter Courage. Also die Berliner Kneipen, die nach der Wende gleich aufgemacht haben, wie die Mutter Courage und das Meilenstein sind zu. Und wenn hier eine Kneipe neu aufmacht, dann sind sie deswegen neu aufgemacht worden, weil die Kids daran gewöhnt sind, zu funktionieren in ihren Profitmaximierbuden. Werden sie gedrillt wie ich bei Hallo Pizza. Auf Profit gedrillt! Also gehst du nicht in so ein Café, weil die Kids auf Profit gedrillt worden sind. Naja, zufällig, 11 Uhr. Jedes Mal um 11 gibt es die roten Blumen, die sind grün. Wie roter Libanese. So, da ist ein Kino. Ja, und da ist Schneewittchen. Nein, Otto, der Katastrophenfilm auch nicht, sondern Otto Schwimmdreirad. Hey geil, hier ist Babylon, ne? Kino Babylon. Gibt's da Kinos wieder? Natürlich gibt's in Babylon wieder Kinos. Vor oder nach Hussein? Ihr wisst, was ihr wählt. Ihr wisst, dass die Wahlen nichts daran ändern. Und wie gesagt, diese profitmaximierten Kids werden dann mit Kusshand genommen von irgendeinem Ding, was neu aufmacht. Ja? 12 Stunden am Tresen, bis du völlig fertig bist. Quatsch. Und wer das noch macht, rächt sich an seinen Chefs bei seinen zukünftigen Arbeitnehmern. Das ist doch auch total Banane. Ja? Gut, Placebo ist ja auch schon ganz lange am Platz hier. Ja, natürlich machen nur die besetzten Häuser ein Statement. Der einzelne Typ, der mal hier seine Fahne raushängen lässt im Mietshaus, ist doch eben vereinzelt. Das ist Berlin. Nicht irgendwie profitmaximierte Imbissbudenketten. So. Nimmst ja auch die Zeit im Café. Und nicht den Takeaway. So.
Ja, Kosmetik. It's a Sunday, I'm buying my bread in a Turkish bakery in Berlin. Ihr zieht euch zu alt an. Bullshit. Wir gehen zum Vegan-Tiger. Ah, tut mir leid, Godo hat verloren. Ich hab verloren. Ich bin nicht um 11 zu McDonald's gegangen. Warum zu McDonald's? Weil das billigste Frühstück der Stadt ist. Ich hab keine 3,95, 4,95 jetzt mehr für irgendeinen Frühstücksquatsch. Ich bin auch keine Zeit. Das Pennen, die haben mich dreimal nicht schlafen lassen heute Nacht. Ja, hört, hört, Neu-Berliner. Fuck, ja, ich ficke den Neu-Berliner. Wir reden noch über meine Stadt erzählen gerade. Ja, wo willst du das denn schicken? Gar nicht. Ich gehe ohne Frühstück da hin und mach da meine Unterschrift und hol mir dann beim Türken. So. Nicht beim McDonald's. Ja, scheiße. Ich habe mich auf dem Frühstück bei McDonald's am Alex gefreut. Ist der Marathon dazugekommen. Außerdem wollte ich mich vorher rasieren, ey. Zumindest heute Abend. Ich weiß nicht, was du machst, ist jetzt einkaufen. Ja, könnte ich auch machen, wenn ich den hier sehe. Ja, genau. Wir müssen noch zurückgehen. Wir müssen noch zurückgehen da vor den Papa-Bistro, Alter. Um die ganzen Dinger da rauf zu kriegen. Ja, ganz genau. Der macht Politik darum, das gefällt mir. Your children! Cool, Nikolai hat heute auch. Ich wusste, der Kälte bin ja auch Briefwahl gemacht. Hör auf, mir die Tür aufzuhalten. Ich hasse Türsteher! Ich hab vorhin auch schon die beiden Typen gehalten. Was ist das hier, hä? Bullshit ist das!
In der Situation bist du ein Protestwähler. Okay, ich bin genervt wegen der Kneipe heute Abend. Die Schwulen haben die Mauer allein zum Purzeln gebracht. Hihihi. Die Kiffer waren es. Die Künstler waren es. Die Künstler haben die Mauer zu Fall gebracht. Und die Montagsdemonstranten, nicht das Fernsehen. Ihr Arbeiter. Angela. Bullshit. Was weiß ich mit Nachnamen? Wirsingkohl. Am Kohlwitzplatz. Mit Bombe. Bombige Wahlen. Alles bleibt bei der Alten. Na was denn, Gil? Du hast halt deine Nussecke mit Marzipan, ne? Das sind die Streetworker, verstehst du? Das ist original. Das andere ist alles Mafia, ja. Wirklich. Braucht die Wiesen. Ich kann doch seit 20 Jahren Kaffee kochen. So, danke, Holland. Ich habe meinen Tesla, meine Farbe heute Morgen auch gewechselt. Eigentlich kommt da was anderes hin noch. Wenn wir vorübergehen. Schleiernder Himmel. Ja, Nicole Lena, du Europäerin. Ich bin zuerst bei Nikolai gewesen. Noch eine neue Bewirtschaftung. Mann, wir haben noch die Bandenkriege schon im vorigen Jahrzehnt hier mitbekommen. Guter Döner, böser Döner und so. Hä? Zwinker, Zwinker. Nächste. Mensch, Meier. Das ist ja auch eine Disco, oder? Berghain? Das ist nicht das Berghain. Heiner. Rede ich euch zu laut und deutlich?
Und da siehst du auf, schweißgebadet wegen der Scheißdisco. Ehrlich, warum denn? Warum? Was, warum? Oh, hier ist ein Nachbau. Was das Ding hält? Das ist irgendwie wenn du als vorsichtiger Mensch dir jeden Tag eine neue Combination aussuchst. Glaubst du nicht im Ernst, dass da jetzt eine Schlange ist? Doch, natürlich. Die futtern um 12 und dann ist halt die 12 Uhr Klammer. Wer sowas macht, hat auch Arsch offen. Hat satt, eure Fehler zu dokumentieren. Hör, du hast da Lücken im Zehengebiss. Mann, ey. Ach, Schwachmaten. What the f... Ist die da frei? Und dann auch in den Farben von der Cam, ey. Wenn das hier nicht läuft, dann wird das Ding irgendwo hin verschifft und dann läuft das in einem anderen Land besser. Und im Internetzeitalter, das geht kabelschnell. So. Nächstes Mal will ich auch, ne? Über Kabel. Nee, jetzt esse ich da noch. Das hatte ich eigentlich vor. Mal ein Fladenbrot holen. Da ist Nikolai zuvor gekommen. Ich habe auch nicht gewusst, dass die aufhaben. Ne? Allerdings. Ganz genau, Leute. Aber ich muss ja den Leuten erstmal erklären in der Freizeit. Was den schon wieder? Natürlich ist das Letzte, was sozial geblieben ist, die Cafés hier. Weil ihr keine solche machen könnt.